Ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste für eine weitere Folge Depot Mia. Goal ist schon mal voraus. Wir gehen jetzt hinten an und schauen, ob sie den Cletus schon ins Enkel gestellt hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich dich lache. Hey, ich meine, wir sind ja relativ ähnlich. Außer, dass ich stinke und du nicht. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Asgarten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Einfach immer sein Sanfli zugeben, wenn er nicht rauskommt, von was er redet. Das kennt man ja eigentlich heutzutage von manchen Menschen. Dass ich nicht lache? Hey! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Hey. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Was für eine Schönheit! Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Die beiden kriegen sich also gerade hin. Nicht das Wasser reichen. Nicht Wolle? Dem Geruch nach der zu urteilen Kerl ist so kann gut das wie erledigt. Goal hat einfach die besseren Argumente. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei so, Pferde davon satt werden. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Rufus ist dir um einiges so, voraus. Es reicht. In Sachen... Dieses, dass ich nicht... Rufus hat Sie einfach mehr Klasse als du. Oh. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Ja, was mir nicht alles, was mir nicht kämpft alles, wenigstens für das, woran er glaubt. Was mir nicht alles in dem Code reingekommen hat, also in unserem Inventar. Hat's da so schnell bis? Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Unser Inventar ist also leer. Und drei Pferde davon satt werden. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Dieses Weichei soll mich also ersetzen, dass ich nicht lache. Okay, Macht das unter euch aus. Aber... dass ich nicht... Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, sie umkämpft, werden sie nicht mit Osterhasen. Oh, Junge. Rufus hat allemal mehr Vorrat als du. Seine Füße vielleicht. So. Das sieht fast so aus, als... dass ich nicht... Könnte man da nicht mehr viel ausrichten, hä? Ja. Und dass ich nicht... Rufus ist dir um einiges voraus. Ich gehe nicht ohne Gold. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Was können wir denn da noch machen? Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten da irgendwie...
Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? So, es reicht. Können wir mal mit der Golden reden? Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Ach, weiß ich nicht. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Gib auf, sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Mach, und mit, dass ich nicht... Ja, wie weiter? Mein Zeug liegt jetzt da, ich habe seine Klamotten noch. Ja, das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Ja. Ist das Inventar schlecht? Rufus hat alle meine Format als du. Seine Füße vielleicht. Aber können wir nicht. Wir müssen da jetzt irgendetwas machen, aber was? Rufus hat alle mal mehr im Kopf als du. Ja, warum eigentlich und nicht? Und könnten drei Pferde davon sagen. Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Rufus weiß wenigstens, Gold, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen was hat? Was haben wir denn da? Was mit Rufus Flaggen ist dir mascht? Um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Flaggenmast. Kann man irgendwie nichts machen. So, es reicht. Irgendwie... Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich hab so wie... Ach, ich bin fünf. Feuer, Steinbock. Das haben wir schon gehört, das hat nicht funktioniert. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab ja schon mal gesagt, du sollst mich nicht nach. Ich hab... Außerdem klingt... Ich finde, er macht das kaputt. Ach, und dieser... Da kann er tauchen. Und sie mit Ungitz. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Aha. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Signodo, nee. Die wird ja eigentlich nicht unbedingt. Was tust du? Lass das! Autsch! Au. Nein! Was muss ich... Nicht. Ah, doch, hat doch geklappt. Jetzt hängt er dort oben. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Oh. Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los! Nach Elysium! Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Oh. Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal. Er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh nein. Oh nein, ich will doch das... von lustig zu eigentlich traurig. Also, ja, es stimmt ja schon. Wir wollen ja unbedingt nach Elysium, das ist richtig. Aber eigentlich wird er ja nur Goal mehr oder weniger happy gesehen. Und jetzt passt alles ein bisschen so zusammen, als. Ja, als wären wir eigentlich der Abschub. Logisch haben wir dem anderen erzählt, dass wir Deponia hasst und so, aber. Pff. Ich meine, es war ja eigentlich mehr gewesen, um ihn zu enttäuschen, aber jetzt müssen wir reden. Aber das ist ja anders fies. Oh, Goal, es tut mir leid. Oh nein. Bravo! Ach, auch das noch. Ah,
Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Das werden wir ziemlich sicher nicht machen. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Ja, okay. Man sieht es, immer liegt also auch etwas auf dem Herzen. Ja... Ein grosser Traum war immer, nach Elysium zu kommen, aber irgendwie nicht so. Also es hat eigentlich zwei Punkte. Einerseits kann er nicht der sein, wo er ist, sondern er wird sich immer lassen müssen, den Cletus ausgeben. Und das ist eigentlich nicht der, wo er will sein und auch nicht das, wo er will, dass sie es gerne hat. Das andere ist, ganz Deponia sprengen. Meine... Logisch tut er ein bisschen so, ja, wir hassen alle Scheiße, die behandeln uns wie ein Dreck. Aber trotzdem... ist es etwas, wo ihm fehlen würde, wenn es weg wäre. Und all die Kollegen, die er halt gleich hat, wenn er dann überhaupt welche hat, ja, die werden einfach da hingerafft. Ich meine, kann man das schon nicht einfach so sagen, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Auf nach Elysium wäre ich da jetzt falsch. Ich denke mir, dass wir mit dem starten müssen. Du, Goal? Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Er kommt seinem Ziel näher, aber es ist nicht das, was er eigentlich will. Das ist wie, wenn du irgendwie mit ein paar Kollegen abmachst, go fischen. Freust dich zwar aufs Fischen, aber hauptsächlich auf den Austausch mal wieder mit Kollegen. Wenn es dann kurz vorab sagen, dann... Schiss ja irgendwie auch an, selber zu gehen. Stell ich mir gerade ein bisschen so vor, du kommst eigentlich am Ziel näher, aber eigentlich irgendwie ist es gleich nicht das Gleiche. Oder es ist zumindest nicht das, was du erwartet hast oder so, wie du es wollen erreichen. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch! Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute! Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord! Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei.
Sie hat mich wundert. Wunderbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Es hätte mir jetzt wundern genommen, was passiert, wenn man einfach ausgewählt hätte, auf nach Elysium. Da sagt man einmal die Wahrheit. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Ach. Gut, jetzt mir drängt sich die Frage auf, wo ist eigentlich die andere Dataset? Bitte kann aber... Glotz nicht so! Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst! Wehe du! Falsch! Wehe du! Lass mich gefälligst ausreden! Und wehe du! Nein, wehe du! Wehe du! Jetzt habe ich es auch noch gecheckt. Wehe du! Puh. Wo ist eigentlich die andere Dataset? Das müsste ja eigentlich der Argus haben. Der ist scheinbar ja nicht mit uns mitgekommen, so irgendwo. Irgendwo müsste der noch sein. Wir hätten eigentlich auch jetzt auf Spoke können, wir selber nach Elysium rudern und wir werden da sein. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Das ist meine Chance. Schnell schnappen wir uns die Datasette und dann nichts wie ab, aber das wird ja sicher wieder nicht so einfach gehen, oder? Das Gerät ist Kletis wie aus dem Gesicht geschnitten. Keine Zeit, Sie könnten jeden Moment zurück sein. Keine Zeit, Sie könnten jeden... Das kommt das vielleicht noch? Gut, gehen wir wieder rufen, oder? Hopp, hopp. Zum Fahrstuhl. In den Fahrstuhl, rauf und... Oh, shit. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum... Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Niemals. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Ja, niemals. Können wir tatsächlich auswählen, würde ich sagen, ist perfekt. Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Golds Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein erste Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben.
Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Verschluckt ihn also. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Okay, schöne Umschau-Animation. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja. Nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvag ist weit. Und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Schöner Laufstil. Oh nee! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat! Wie hätte sie es ein? So, es reicht. Hoch die Fäuste. Das wird wohl nicht Antwort sein. Ich denke niemand nicht, das wird Antwort sein. Sich dem Organon. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Autsch. Oh nein, das auch noch. Hey, na, so? So schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ja, ich glaube, mir tut alles weh. Daumen hoch. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber... Ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet.
genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Hussa, der Chor ist am Start. Die End. Puh. Wir haben also Kassetten austauscht. Wahrscheinlich hat er das abgesprochen mit dem Goal auf dem Abendweg. Die End-Fragezeichen. Das Fragezeichen ist berüchtigt, weil... Eigentlich hätte es berechtigt sollen heissen, weil es gibt... ja, noch weitere Deponias. Also es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Teile davon. Das wäre der erste gewesen auf dem Weg zum schwimmenden Schwarzmarkt. Also ich muss sagen, es ist ein brutales Hammerspiel. Also es macht enorm viel Spass für alle die, die gerne solche Rätsel haben und vor allem aber die ganze Kommunikation unter der Person, also die Dialoge, die die haben mit all diesen spassigen Inputs, ist einfach voll der Hammer. Wenn ich so ein paar Fragen folge, würde ich das Spiel weiterempfehlen, auf jeden Fall zu 100%. Das ist enorm lustig und es macht enorm Bock, die Rätsel herauszufinden. Jetzt gegen den Schluss ist mir richtig Ring gefallen, teilweise, wo ich das Gefühl hatte, bin ich am Anfang noch ein bisschen mehr Mühe gehabt, bis ich die Rätsel rausgelöst habe, weil man muss halt wirklich in seinem Geist denken, also es ist wirklich, es sind manchmal nicht offensichtliche oder intelligente Lösungen, sage ich jetzt mal, man muss halt so ein bisschen denken, wie wenn man einfach auf Deponia leben will und halt nur die Schrottmöglichkeiten hat, sich etwas zusammenzubasteln. Aber es ist ein enorm lustiges Spiel, also auch das mit dem Kaffee zusammenbrauen und so, das hat mich enorm gefällt. Darum würde ich es weiterempfehlen, auf jeden Fall zu 100%. Würde ich es nochmal spielen? Wie soll ich jetzt sagen? Ich glaube, jetzt geht es, zumindest in den nächsten Jahren, nicht. Aber ich glaube enorm, dass das so ein Spiel ist, wo du irgendwann dann nochmal drauf triffst, irgendwie zyklisch, das fällt dir mal in die Hand und denkst so, hey shit, das ist doch auch so lustig, komm, das spiele ich mal wieder. Oder mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen, je nachdem. Und so wie ich es beurteile, ist es auch für Kinder jetzt enorm passend. Also es hat jetzt keine irgendwie Szene, wo man sagen muss, das würde ich meinem Kind allerdings nicht zutrauen. Also würde ich es nochmal spielen? Vorläufig nicht, weil ja, du kannst ja auch alle Rätsel auswendig und so, aber wenn es dann mal verflogen ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, das mal wieder zu spielen. Jetzt, wie weiter? Ich bin ehrlich, mir hat das Spiel enorm viel Spass gemacht und ich denke, dass wir eventuell, vielleicht nicht morgen, nicht gerade übermorgen, aber vielleicht übermorgen, könnten mit dem nächsten Teil weiterfahren. Wenn ihr das auch möchtet, dann lasst mich das doch wissen. Die meisten, die mir jetzt zuschauen, haben meine Nummer und sonst haut auch einfach Kommentare rein. Und dann machen wir das. Wenn ihr sagt, lieber etwas anderes, so eher richtig Wolfenstein-mäßig, wieder ein bisschen Baller und so, dann kann ich auch dort weiter schauen. Aber mir hat das sehr viel Spass gemacht und darum denke ich doch, dass wir das, dass ich da die nächsten Folgen noch könnte weiterspielen. Da sind ein paar Extras. Sind das einfach Videosequenzen, dass die Videosequenzen zwischen denen, wie es aussieht. Okay, gut, nicht die Extras, aber ich denke nicht, dass wir die zwingend brauchen. Die Endszene hat sich in sich ein bisschen traurig. Du meinst, oh, jetzt geht dann alles bach ab. Aber ja, er hat es geschafft. Wenn Goal das Ganze so durchbringt, wie es geplant hat, dann wird Deponia überleben.
Aber ja, das wäre es eigentlich gewesen von diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Ich habe gesehen, es hat hin und wieder mal jemand reingeschaut. Deponia, für mich ein super Spiel. Auch sehr ein dankbares Spiel für so ein Let's Play. Weil du kannst, du musst nicht die ganze Zeit selber reden, sondern es hat auch enorm viele lustige eben Dialoge dazwischen, wo das Ganze auflockert und von dem her tipptopp. Also ich würde gerne den nächsten Teil auch noch spielen. Ich glaube, das machen wir. Und wäre cool, wenn ihr auch dort dann wieder dabei wärt, als nächstes dann auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Von dem her gesehen bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel übrig, als mich zu bedanken, dass ihr dabei gewesen seid auf dieser Reise von Kuwak nach fast Elysium, auf dieser Reise in Deponia. Und ja, danke vielmals, habe Freude gehabt, sind ihr dabei gewesen. Wäre cool, wenn ihr auch bei einem anderen Projekt oder beim nächsten Deponia wieder dabei wärt. Bis dahin, ey, bleibt sauber, das meine ich ernst. Macht keinen Scheiß, bleibt anständig und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.